Hallo und guten Tag bei meinem Videobeitrag zum Thema Backes & Müller BEMLINE 20. Mein Name ist Andreas Kühn vom Backes & Müller Service Center aus Kornwestheim. Ich betreue bundesweit samt der Schweiz und Österreich unsere Kunden im Service und Verkauf. Das Wort Verkauf und Reparatur wird ja normalerweise nicht gerne bei Produktvorstellungen erwähnt. Bei mir schon, denn Sie sollten wissen, dass alle jemals hergestellten Backes und Müller Lautsprecher der letzten 35 Jahre heute noch durch uns repariert werden können. Nun zur BEMLINE 20. Die BEMLINE 20 ist wie alle Lautsprecher von Backes und Müller ein Aktivlautsprecher. Aktivlautsprecher im Sinne von Backes und Müller bedeutet, dass für jedes einzelne Chassis oder für jeden einzelnen Weg eine separate Endstufe eingebaut wurde. Die Endstufen leisten für die Tief- und Mitteltöner jeweils 180 Watt und im Hochtonbereich 100 Watt bei der BEMLINE 20. Bei der Gelegenheit lassen Sie mich gleich eins noch erklären. Unsere Trafos und Netzteile sind mittlerweile sehr klein geworden. Wir folgen nicht mehr dem sinnlosen Trend, auch noch den Hochtonendstufen die maximal abrufbare Leistung zu genehmigen. Auf meiner Homepage unter der Rubrik Technik im Detail finden Sie dazu auch entsprechende Wärmebildaufnahmen mit den Erklärungen dazu. Bei allen Modellen ab 2006 wurden die Netzteile auf optimalen Wirkungsgrad ausgelegt. Und durch den Einsatz von integrierten Endstufen-IC konnte der Wirkungsgrad nochmal gesteigert werden. Die BEMLINE 20 verwendet zur Wiedergabe des Mitten-Hochtonbereichs einen sogenannten virtuellen Koaxstrahler. Die beiden Mitteltöner sind in einem definierten Abstand über bzw. unter dem Hochtöner angebracht. Mit Hilfe der beiden Schallwangen oder sogenannten Waveguides wird ein koaxiales Feld erzeugt. Alle Töne oberhalb von 200 Hertz werden koaxial erzeugt und abgestrahlt. Koaxial bedeutet wie ein großer Kreis auf den Zuhörer gerichtet. Das Schallfeld wird nämlich nicht wie bei üblichen Lautsprechern rundum abgestrahlt, sondern verfärbungsfrei in die Richtung des Zuhörers gebündelt. Mit diesem Abstrahlverhalten werden Raumeinflüsse deutlich reduziert, denn normalerweise hören Sie ja den Schall, der von den Begrenzungsflächen, also von Wand, Boden, Decke, auf Sie einreflektiert, zusätzlich zu dem Direktschall, den der Lautsprecher auf Sie strahlt. Die BEMLINE 20 spielt deswegen auch in akustisch schwierigen Räumen problemlos, weil sie, wie gesagt, den Schall in Richtung Zuhörer bindet. Im Tieftonbereich arbeiten zwei sensorgeregelte 25 cm Tieftöner. Sensorgeregelt bedeutet, dass hinter der Staubschutzabdeckung ein Sensor sitzt, welcher der Elektronik die Membranposition und die Bewegungsrichtung mitteilt. Und sobald die Membranbewegung vom Musiksignal abweicht, wird sofort gegengeregelt. Details zur Sensorregelung finden Sie in einem separaten Videobeitrag. Mit der Sensorregelung unterdrücken wir beispielsweise störende Resonanzanteile. Klopfen Sie doch einfach mal auf die Membran Ihres Lautsprechers. Sie werden dabei hören, wie sich Ihr eigentlich schlankes Tippgeräusch, wenn Sie auf die Membran tippen, zu einem großen Plopp-Geräusch aufbauscht. Und das, was Sie da hören, sind störende Resonanzfrequenzen, übrigens auch die tiefste Frequenz, die so ein Lautsprecher wiedergeben kann. Das heißt, bei jeder Membranbewegung erzeugt der ungeregelte Tieftöner Resonanzanteile, die sicherlich nicht Bestandteil des Musiksignals sind. Sie hören also immer die Störgeräusche mit, die nicht zum Musikgeschehen gehören. Alle Backes und Müller Lautsprecher haben diesen Mangel aufgrund der Sensorregelung nicht. Denn wenn Sie bei uns auf die Membran tippen, dann hören Sie gar nichts, weil durch die Sensorregelung sofort gegengeregelt wird. Und das ist auch der Grund, warum wir mit der Sensorregelung auch ohne Subwoofer bis in die unterste Oktave des Musikgeschehens spielen können. Mit der BEMLINE 20 können Sie auch sehr leise hören, ohne dass, wie bei Passivlautsprechern üblich, das Klangbild auseinanderfällt. Wir benötigen auch keine Grundlautstärke, die bei Passivlautsprechern nötig ist, damit wenigstens etwas Bass erzeugt wird. Auf der Rückseite hat die BEMLINE 20 drei Regler, mit denen Sie das Klangbild an Ihre Hörgewohnheiten und an Ihre räumliche Situation anpassen können. Fehlen solche Regler, ist der Kompromiss vorprogrammiert. Die Odyssee mit Subwoofern, Kabeln, Pucks und zweifelhaften Zubehör, welches viel Geld kostet, beginnt und endet erfolglos. Nun die einzelnen Regler. Mit dem Volumenregler bestimmen Sie die Lautstärke des Lautsprechers. Wenn beispielsweise ein Lautsprecher freisteht, der andere in einer Ecke, dann senkt man den ecknahen Lautsprecher um ca. 2 bis 3 Dezibel ab.
Mit dem Regler können Sie auch eine Anpassung an den Ausgangspegel Ihres Vorverstärkers oder der Armwandler vornehmen, damit die Lautstärkeeinstellung in einem sinnvollen Bereich stattfindet. Mit dem Regler High und Low können Sie die Lautstärke oder den Pegel des Hoch- und Tieftonbereichs an Ihre Raumsituation und noch viel wichtiger an Ihre Hörwünsche anpassen. Die Regler beeinflussen dabei lediglich die Lautstärke der einzelnen Endstufen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass nicht wie bei herkömmlichen Klangreglern oder Equalizern Zeitfehler auftreten, denn die haben alleine schon durch ihr Vorhandensein Konsequenzen in der Zeitrichtigkeit des Lautsprechers und würden da das Musikgeschehen in der Zeitrichtigkeit auseinanderreißen. Diesen Mangel gibt es auch bei Backes & Müller nicht. Die BM-Line 20 nutzt die Möglichkeiten der Digitaltechnik voll aus. Die drei vorhandenen FIR-Filter können über eine separate Software der FIR-Control programmiert werden. Das bedeutet, Sie können an unseren BM-Line-Modellen, falls Sie etwas mehr Volumen im Stimmanteil wünschen, einen entsprechenden Filter setzen. Sie erhöhen dann beispielsweise die Frequenz um 400 Hz, um etwa 2 Dezibel, um das gewünschte Klangbild zu erzeugen. Ein FIR-Filter besteht dabei aus der Frequenz, die er beeinflussen soll, der Wirkrichtung, also ob angehoben oder abgesenkt werden soll, und seiner Wirkbreite bzw. Güte, also ob das Wirken schmalbandig erfolgen soll oder sehr breitbandig. Auch hier ist es so, dass alle Einstellungen, die Sie vornehmen, keinen Einfluss auf das Zeitverhalten des Lautsprechers haben. Da alle Backes & Müller Lautsprecher symmetrisch aufgebaut sind, verwenden wir ausschließlich Neutrik XLR-Buchsen. Problemlos können unsere Lautsprecher mittels Adapter auch an Cinch-Quellgeräten betrieben werden. Alle Backes & Müller Lautsprecher der BM-Line-Serie verfügen über einen analogen und über einen digitalen Eingang. Über das optionale DDC können im Gesamten 3 Quellgeräte angeschlossen werden. Die digitalen Quellgeräte werden an das DDC-Modul entweder über den optischen Toslink, den koaxialen SPDIF oder den professionellen AES-Eingang angeschlossen. Die Lautstärkeregelung erfolgt bei allen Backes & Müller Line-Modellen verlustfrei. Das heißt, wird der digitale Eingang des Lautsprechers verwendet, dann werden alle analogen Endstufen im Lautsprecher gemeinsam leiser oder lauter gestellt. Damit umgehen wir die Wortbreitenreduktion, wie sie bei den Mitbewerbern üblich ist. Wortbreitenreduktion bedeutet, dass zur Lautstärkereduzierung eines digitalen Signals Dateninhalte, also Musikinformationen, entnommen werden müssen. Und bei Zimmerlautstärke bleiben Ihnen dann noch so ca. 8 bis 10 Bit übrig. Die Musikindustrie und viele Mitbewerber verschweigen diese Tatsache, denn die zuvor teuer gekauften hochauflösenden Aufnahmen, oder ich sage in 90% der Fällen hochgerechneten Aufnahmen, die müssen ja auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben. Übrigens gibt es auf dem Markt so gut wie keine Streamer mit analoger Lautstärkenregelung. Fast alle in 2013 im Markt befindlichen Streamer reduzieren definitiv Wortbreite und somit Auflösung zur Lautstärkenregelung. Auf diese Kompromisse verzichten wir gerne, denn das ist der falsche Ansatz, um ordentlich Musik zu hören. Neu an der BM-Line 20 ist auch deren Hochtöner. Gut, völlig neu nicht, denn 37 mm Hochtöner gab es ja schon in den 70er Jahren, aber die konnten damals nur bis ca. 10 kHz spielen. Bei der BM-Line 20 wurde ein neues Fertigungsverfahren für die Seitenkalotte eingesetzt. Dieses bewirkt eine Gewichtsreduzierung der Membran auf 1/10 des herkömmlichen Gewichtes. Also keine Reduzierung um 1/10, sondern 1/10 beträgt jetzt das Gesamtgewicht der Membran gegenüber der Mitbewerblösungen. Trotz Gewichtsreduzierung konnte die Festigkeit nochmals deutlich gesteigert werden. Wenn Sie die Backes & Müller Lautsprecher Probe hören möchten, besuchen Sie mich hier im Service Center in Kornwestheim oder wir stellen Ihnen eine BM-Line 20 für ein paar Tage bei sich zu Hause auf. Falls Sie weitere Informationen benötigen, bestellen Sie sich den von mir verfassten Katalog zur Line-Serie über die Homepage www.service-süd-backes-müller.de oder kontaktieren mich telefonisch unter 07154-4413. Es würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner weiteren Beiträge rund um den guten Klang sehen würden. Bis dann, euer Andreas Kühn.